Jo Leute, was geht ab? Ich bin Simon auf meinem Kanal. In diesem Video mache ich neue wöchentliche Aufträge. Woche 7, direkt mit der ersten Auftrag. Dieser Auftrag hat zwei Phasen. Fangen wir direkt mit der ersten Phase an. Und zwar zerstöre Schubsaft oder Schlürfsaftfässer, indem du ihre Schwachstellen triffst. 5x 15.000 XP. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag, Leute. Ja Leute, ich bin auf der Karte, ganz genau hier, bei der Rennbahnstrecke. Und hier sind Schlürfsaftfässer und die machen wir einfach mal kaputt. Wenn man die kaputt macht, sieht man hier Treffpunkte. Die müssen wir hitten und ihr seht, somit haben wir auch 1 von 5. Das Ganze müsst ihr so lange machen, bis ihr 5 von 5 habt und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, hier oben gibt es auch noch welche. Gehen direkt mal hier hin und wir treffen die Treffpunkte und wir zerstören einfach mal und ihr seht, wir haben 5 von 5 und somit die erste Phase abgeschlossen. Zweite Phase, und zwar Öffnetruhen oder Raubzugtaschen, bevor sich das erste Schurmauge zusammenzieht. 10x 15.000 XP und das hier ist zum Beispiel, das hier ist ein Truhe und damit wir da. Und wir müssen davon 10 öffnen. Zack, einfach mal Truhen öffnen, bevor sich das Sturmauge zusammenzieht. Ist noch nicht zusammengezogen, sehen wir haben hier 2 von 10 und es macht ihr so lange weiter, bis ihr könnt, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ihr seht, Sturmauge zieht sich gerade zusammen und jetzt zieht der Auftrag nicht, deswegen müssen wir eine neue Runde starten. Okay, Leute, 10. und letzte Truhe einmal durchsuchen und ihr seht, 10 von 10 und somit haben wir den ersten Auftrag auch abgeschlossen, Leute. Sammle Munition von eliminierten Spielern auf. Ich habe jetzt schon 542 von 1000. Ihr müsst insgesamt 1000 Munition von eliminierten Spielern aufsammeln. 24.000 XP. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja, Leute, nebenbei, es gibt hier neue Charaktere. Also, die kann man nicht anschießen. Das sind Geister. Die zeigen in eine Richtung. Und zwar bei mir ist es jetzt dorthin. Direkt vor dem Baum ist, kann man eine Schatztruhe kaputt machen. Und da kommt eine Truhe raus. Könnt ihr öffnen, kommt Blut raus, finde ich ganz nice, dann geht auch der Geist weg. Kommen wir jetzt weiter zu dem Auftrag. Ja, hier vorne ist ein Gegner und den müssen wir jetzt einfach mal eliminieren. So. Ich habe den Gegner eliminiert und er hat auf jeden Fall hier, wie ihr sehen könnt, Munition gejobbt. Und die sammle ich einfach rein, jetzt habe ich schon 267, 106 habe ich eingesammelt, 26, 24 und somit habe ich 923 Munition eingesammelt von eliminierten Spielern. Ist noch einer. Ich eliminiere ihn und sage, er droppt Munition. Ich sammle alle Munition einmal ein. Und ihr seht, somit haben wir die erste Phase abgeschlossen, Leute. Zweite Phase, und zwar Besuche im Verlauf eines Matches benannte Orte, ohne in ein Fahrzeug einzusteigen. Drei Orte, 24.000 XP. Unser erster Ort wird auf jeden Fall Frenzy 4 sein, denn wir sind richtig nah dran. So. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal dorthin. So, zack, Frenzy 4 jetzt besucht, ohne in ein Fahrzeug einzusteigen. Somit haben wir 1, 2, 3. Unser zweiter Ort wird auf der Karte ganz genau hier sein, und zwar Steamy Springs. Ihr könnt auf jeden Fall hier eine Schockwellengranate benutzen, um schneller voranzukommen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich angekommen bin, Leute. Und Leute, ich bin fast da. Und ihr seht, 2 von 3. Und dritter Ort wird auf jeden Fall Mega City für mich sein. Für Leute, Mega City besucht im Verlauf eines Matches und ohne in ein Fahrzeug einzusteigen. Und somit haben wir den zweiten Auftrag auch abgeschlossen. Sammle einen Business-Geschützturm in verschiedenen Matches ein. 3 Stück, 35.000 XP. Auf der Karte wird die Frenzy Fields angezeigt und ich zeige euch in diesem Video warum. Und wir schließen natürlich den Auftrag wie immer ab. Leute, guckt euch schon mal diesen Bug an. Guckt mal, wo ich bin und wo der Battle Bus ist. Aber jetzt Spaß zur Seite. Wir machen weiter mit dem Auftrag. Ja Leute, dafür müsst ihr einfach mal auf der Karte ganz genau hier bei Frenzy 4 landen und ich sage euch auch warum, wie man auch den Auftrag sehr sehr schnell abschließen kann und ihr seht ja hier Antonia und ihr könnt zu ihr gehen, mit ihr sprechen und man kann bei ihr ein Business Geschützturm für 250 Barren kaufen. Ihr geht einfach mal hier drauf und dann seht ihr 200 Barren kaufen, sag einmal kaufen. Und ihr seht, 1 von 3 haben wir schon und dann verlassen wir eine Runde und kaufen das dreimal bei ihr in verschiedenen Matches. Dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, eine neue Runde gestartet. Wieder, ich bin hier wieder bei Antonia. Business-Geschütze und kaufen. Und zack, somit haben wir 2 von 3. Dann sehen wir uns beim dritten und letzten Mal, Leute. So Leute, ganz schnell. Antonia,
Schützung kaufen. Und ja, somit haben wir die erste Phase abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Die zweite Phase, und zwar für die gegnerischen Spieler innerhalb von 10 Sekunden nach dem Benutzen einer Tür Schaden zu. 200 Schaden, 35.000 XP. Damit sagen, fange ich direkt mal an. Ja, das ist eine Tür. Wir öffnen sie und innerhalb von 10 Sekunden müssen wir einem Gegner Schaden zufügen. Hier drin ist ein Gegner und wir gehen einfach mal Schaden zu. Und ihr seht, es funktioniert auf jeden Fall. Ich habe jetzt 129 Schaden von 200. Das müsst ihr so lange machen, bis ihr den Auftrag abgeschlossen habt. Dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ja, die erste Phase abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Eliminiere Spieler im Verlauf eines Matches mit schallgedämpften Waffen. 5 Gegner müssen wir eliminieren mit schallgedämpften Waffen. Ein Level Aufstieg bekommen wir. Da würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja, Leute, das hier ist eine Sekunde. Das ist eine schallgedämpfte Pistole. Es gibt auf jeden Fall eine schallgedämpfte Hafenpistole. Und ich habe jetzt auf jeden Fall eine schallgedämpfte Pistole. Und damit muss ich jetzt insgesamt eine Runde 5 Gegner eliminieren. Hier ist ein Gegner, Leute. Und den eliminiere ich jetzt. Zack. Ich habe ihn eliminiert mit einer schallgedämpften Pistole. Und ihr seht, oben wird gezählt. 1, 2 und 5. Und das muss ich. Ich muss jetzt 4 weitere Gegner eliminieren. Hier vorne ist einer. Ich gehe mal zu ihm. So, Leute, zweiter Gegner. Und ich werde ihn einfach mal eliminieren, würde ich sagen. So, ihr seht es, 2 von 5 habe ich jetzt schon. Ich habe auch gesehen, dass mich von hinten hier jemand angegriffen hat. Hier ist ein weiterer Gegner. Zack. Ich eliminiere ihn einfach. Okay, nachladen. Und zack, ich habe ihn eliminiert, 3 von 5, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt ein Upgrade und zwar eine schallgedämpfte Havok-Sturmgewehr und das wird uns helfen, Gegner easy zu eliminieren. Ich würde sagen, machen wir weiter und sehen uns gleich wieder, Leute. Leute, ich höre hier Schüsse und hier ist tatsächlich ein Gegner. Oh, der Dinosaurier hat ihn auf jeden Fall eliminiert und das sieht jetzt auch nicht für mich. Schade. Ja, Leute, ich habe hier einen Spieler eliminiert, somit habe ich 4 von 5. Und ich mache weiter, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier sind 2 Gegner. Und ich werde den jetzt mal holen. So. Und zack, 5 von 5. Ich habe den Auftrag abgeschlossen, Leute. Und ja, Leute, somit habe ich den extra Auftrag abgeschlossen. Und ich würde sagen, kehren wir mal zurück zur Lobby. Und ja, Leute, somit habe ich alle wöchentlichen Aufträge Woche 7 abgeschlossen. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Dann würde ich dann sagen, war's mit dem Video und ciao. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss, Leute.